Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danny ULP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir den Zwergenwald abgeschlossen und ein, ja, Spiegel, ein Gesicht in einen Spiegel von die Fresse gegeben. Das war sehr einfach. Und ja, wir gehen jetzt hier zum mystischen Turm, weil Meister Jürgen Zitz hier vielleicht uns weiterhelfen kann. Ich weiß jetzt nicht mehr warum, aber er wird uns weiterhelfen. Ich gehe schon mal rein, weil der Part könnte ein bisschen länger werden, weil danach kommt Radiant Garden und das wird ein bisschen länger dauern, so 50 Minuten. Deswegen tue ich alles so auf dem Weg erklären. Ich habe offscreen zum Beispiel Feuersbrunst hier so oft eingesetzt, bis ich Hitzhiebe als Abschlusskommando freigeschaltet habe. Und da ist Mickey. Und ein Schützenschwert. Wow. Und das war wohl der Zeitpunkt, in dem Mickey abgehauen ist von Meister Jürgen Zitz. Das sehe ich doch jeden Tag. Jetzt Terra nur so. Das war merkwürdig. Ja, dann habe ich aufs Genau Knick gemacht. Wenn euch der Part übrigens gefällt, könnt ihr mal ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen. Das wäre sehr schön von euch. Mysterious Tower, ein mystischer Turm. Mysteriös. Okay. Weiß nicht, wie lange das hier dauert, ob es hier überhaupt Schätze gibt oder so. Ja, anscheinend schon. Weil wir können hier laufen. So muss es ja Schätze geben. Ich soll vielleicht mal ein neues Schlüsselschwert anschauen. Ich glaube, das gibt Angriffskraft, ne? Mann, das gibt's doch nicht. Dann immer noch mit dem alten Ding. Das gibt ein bisschen mehr Magie, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was ihr denn? Aber ich habe ja noch echt fertig gemacht den Geist des Spiegels, der war immer normal. Und hoah! Echt eine Menge Schaden. Ja, ich habe Goldrausch natürlich ausgerüstet, weil das werden wir die meiste Zeit hier brauchen. Weil ich Geld sammeln muss für das nächste Abschlussding in der 89 habe ich jetzt. Boah. In der Hitzhiebe. Ich habe ja gesagt, wie man das am besten bekommen kann. Ich habe vorgemacht in der letzten Folge. Ja, das hat nicht lange gedauert. 10 Mal oder so muss ich das nur machen, glaube ich, oder noch weniger. Bin ich irre? Magieformel. Die aus bestimmten Dingen. What? Ich kann nicht so weit nach oben gucken. Ich kann meinen Genick nicht so weit nach oben strecken. Wenn er so Schultern hast wie Terra, ne? Master Jensen. Was geht? Boah, der krasse Blick schon wieder. Jedes Mal. My name is Terra. Yes, Ericus's pupil. I've been expecting you. It is the unversed. Yes, Master Jensen. I thought it best to seek the counsel of one wiser than myself. I am no longer a master. I doffed that mantle. But sir, wasn't that your pupil I passed on the way in? He had a keyblade. You refer to Mickey. He too sought guidance here. As a king, he is good and kind. But the weight of a crown has not cured him of impetuousness. He has left with an object whose power he does not understand nor know how to control. Mickey imagines my star shard will be of help in his current quest. And like you, he is eager to use his keyblade to set things right. I'm not sure I even understand what's wrong. Master Xehanort is missing. And now I've learned there's a masked boy who is controlling those unversed on the loose. To arrive at the truth, perhaps you should approach things differently. First, consider them one and the same problem.
Master Xehanort and the Unversed are connected somehow? I must not make assumptions. Find Xehanort, Terra. That is where you should begin. Yes, sir. Ja, war schon, glaube ich, mit der Welt, ne? I had hoped, Xehanort, your heart would no longer lead you astray. Nicht mehr. Ist schon mal was vorgefallen oder was? Wissen wir ja nicht. Boah, ich bin so gespannt auf Kingdom Hearts 3. Boah. Wird das erste Kingdom Hearts Spiel sein, dass ich blind Let's Playen werde? Ja, ich werde Let's Playen, wenn es rauskommt. Natürlich. Genauso wie 2.8. Okay. Gut. Die Stimme vom Meister Xehanort leitet uns. Auch wenn er vielleicht das Problem sein könnte. So wie Meister Jens Sittes gesagt hat, aber was soll's. Machen wir halt noch ein paar Abstecher. Okay. Gehen wir zu Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen Welt. Was das bloß ist. Mal gucken, ob ich das in zwei Parts einteile oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen. Master Xehanort. I have been to other worlds. I know all about the things you've done. I just don't understand why. Someone had to safeguard the light from the demon I unleashed. You must know about the boy by now, the one in the mask. His name is Vanitas, a creature of pure darkness, one of my making. Vanitas? Are you telling me he came from you? He came from Ventus. Ventus? Yes. Vanitas is the darkness that was inside your friend. There was an accident. While training with me, Ventus succumbed to darkness, and there was but one way to save him. Strip that part of him away, and thus Vanitas was made. In the process, I damaged Ventus' heart in the most horrific way. So, I did what I felt was right and left him with Ericus. I knew the boy could not stay with me, the man who did him such grievous harm. Master Xehanort. Ventus has gotten a lot better since then. You shouldn't blame yourself for trying to save him. Well, thank you, lad. You know how to put an old man's heart at ease. So that's what it was. Ich meine, wenn man diese Story als erstes gespielt hätte, dann wüsste man vielleicht nicht genau, ob man sehr noch trauen soll oder nicht, aber man hat ja halt Intro und das alles drum und dran gesehen, also sieht man ja schon, wie es alles mehr oder weniger endet. Also ja, den Spieler kann man ein bisschen schlecht täuschen, da welche Reihenfolge man gespielt hat. Hey, bist du okay? I'm Terra. What's your name? Ventus. You
talk. Du scheinst ganz eindeutig mit uns reden zu wollen, also bring ich noch jemanden zum Reden. Hi, I'm Aqua. Terra. Aqua. So, are you here to train with us? Where are you from? Who is that man with you? You good with a keyblade? Whoa, what's the matter? Are you okay? What did you do? Nothing. I just asked him some stuff. Ventus cannot tell you anything. Because he cannot remember anything. Frag mich nur, wann diese Wandlung kam. Zu dem, der jetzt ist, ja, Master, die Person. Why is Benita still free? Ah, yes. Well, I did my best to contain him the moment he emerged, but... He managed to escape. Benita uses the Keyblade to sow seeds of darkness. And now you see... The world's team with his ghastly underlings. The Unversed. He has no control over the darkness in his heart. The Keyblade is not his to bear. He's an abomination beyond hope of salvation. Lend me your strength, Terra. Right this wrong that I have wrought. But I have no idea where to find him. What I can tell you about Vanitas amounts. Jetzt kommt gleich eine Szene, die mich ohne Ende verwirrt. Wo auch nicht darauf eingegangen wird in Zukunft. It stands to reason that he will strike next in the City of Light, Radiant Garden. Seht ihr, was ich meine? Don't worry, Master. I'll take care of Vanitas. Warum hat Terra die Ereignisse aus dem letzten Kampf gesehen, der noch kommen wird? Das habe ich noch nie verstanden. Da gibt es natürlich auch so ein, zwei Theorien, was da genau passiert ist. Eine davon wäre, dass Terra in die Zukunft sehen kann, welche nicht sehr... Ja, wir gehen jetzt einfach in der Radiant Garden, ihr wisst ja, wie es geht, ne? Kennt ja den Drill. Aber warum hat Terra jetzt diese Bilder gesehen? Ist irgendwas mit seiner Dunkelheit zu tun? Aber er hat irgendwie so Umrisse von der Dunkelheit irgendwie gesehen. Aber erklärt wird eigentlich nicht, was es damit auf sich hatte. Das verwirrt mich. Aber es gibt noch viele Sachen in Kingdom Hearts, die noch nicht erklärt worden sind und vielleicht mit Kingdom Hearts 3 gelüftet werden. Boah, ich freue mich so auf das Spiel. Das ist das Spiel, worauf ich mich auf am allermeisten freue. Von allen Spielen, die es irgendwann noch geben wird oder so. Kingdom Hearts 3 ist echt das Spiel, auf das ich am allermeisten im Leben warte. Boah, ich freue mich so sehr, wenn wir das Let's Play. Boah. Oh Gott. Ich werde wahrscheinlich voll den Fernorgasmus bekommen. In jeder Sekunde, die ich das Spiel spiele. Okay, nochmal 2.8. Ich werde mich... Ich werde natürlich auch aufnehmen, wie ich diesen Film, der irgendwie dabei ist, angucke. Obwohl das, ja, ein bisschen doof ist. Einfach nur so ein paar Cutscenes irgendwie so zu, kommentieren. Aber ich will halt irgendwie... Wenn ich das dann erstmal sehe, auch direkt aufgehen. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das hochladen soll. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich das Spiel in Händen habe, so oder so, sofort angucken und aufnehmen. Aber ich werde es nicht dann direkt hochladen. Damit es schon Bescheid ist und da ist das Ding weggegangen. Ja, ich setze die meiste Zeit nur normal Angriff ein, um Goldrausch hier zu aktivieren. Weil wir spielen Terra.
ist schon zu erwarten, dass wir hier mit normalen Angriffen, ja, physischen Angriffen, ja, Gegner, oh Gott, aufknüppeln und Hilfe! So, du gehst jetzt als erster drauf, ja, sag ich dir schon. Fand ich jetzt nicht nett. Oh. Kein von denen hier aktiviert. So. Uff, oh Mann. Und stirb. Das ist immer noch nicht. Wenn ich so als bräuchten wir irgendwelche anderen Angriffe für die Viecher, ne? Ja, schon. Terra spielt man so, dass man, weiß nicht, die Bild auf die Gegner einklopft. Ich warte hier raus. Ja. Mach ich mir eigentlich so schwer. Ich muss eine nicht mal angegriffen haben. Sie wieder kleiner machen. Und was hier? Oh Gott. Aber die gehen ja so oder so drauf. Also. Übrigens, Radiant Garden Musik. Oh. Muss ja einen aktivieren. Einen muss ich mindestens zum Explodieren bringen. Boah, geil. Sehr schön. Eieiei. What's Master Xehanort doing here? Ich hab Terras Verwunderung gehört, bevor er überhaupt sich umgedreht hat. Irgendwie kommt es mir so vor, dass jedes Mal, wenn wir eine Welt mit Terra betreten, dass wir erst irgendeinen Kampf machen, und dann kommt erst hier so ein Zeichen. Radiant Garden. Radiant Garden. Wir müssen immer erst einen Kampf machen und dann wird uns die Welt vorgestellt. So, okay. Wir haben wieder ein paar Dinger, ja. Nein. Ich brauche echt mehr Kommandos. Ich glaube, ich tue auch mehr Kommandos hier irgendwie verbrauchen, als ich irgendwie fusionieren kann, habe ich so ein Gefühl. Wie sieht's hier aus? 326 und das hier tun wir auch nebenbei. Weiß nicht, wie man das hier macht. Ich glaube, ich sollte das vielleicht auch mal erstmal machen. Lass mir das. Da komme ich nicht gerade, glaube ich. Doch, komme ich. Ja. Hier, da müssen wir, glaube ich, hin. Nein, da müssen wir nicht hin. Der Terra ist bestimmt so ein richtig gutes Speedrun-Charakter, ne? Ich glaube, besser als die anderen. Wenn man gut spielen kann, ist Terra wahrscheinlich der beste Charakter, weil der am meisten Schaden macht. Wo wir man Aqua ist ja auch mehr so eine Glaskanone, ne? Die tut viel Schaden austeilen, aber wenig einstecken. Wenn man gut spielen kann, ist sie vielleicht auch gut. Da ist es schon wieder. Das Buch. Das Buch. La Bucco Grande. Ja, ich habe das schon geguckt. Gestern zu Ende gegangen. I believe you dropped this book. Did I? Oh, I'm very sad to say this isn't one of mine, but what a remarkable book. Oh, dann von Rennes. This unassuming volume seems to have. Oh, wer, da kommt wieder ein Kingdom Hearts 3 vor. Oh. Bitte sag mir, Winnie Pooh kommt nicht in Kingdom Hearts 3 vor. Bitte. Bitte. Ich verdiene nur auch irgendwas, oder? It's all right, your elderness. Might I have a closer look? The name is Merlin.
I'm a powerful wizard, and I'll have you know a lot of wisdom comes with age. Anyway, as I said, the book is not mine, but I'd be happy to keep it here for you. Thank you, Merlin. Gern geschehen. Boah, ehrlich, bitte, sag mir, dass das nicht in Kingdom Hearts 3 vorkommt. Bitte. In keiner Weise. Okay, meinetwegen kann das so, weiß ich nicht. Ein Bild von Winnie Pooh kann irgendwie vorkommen, aber bitte keine Welt wieder. Dann weiß ich nicht. Bitte, das habe ich doch verdient. Ich weiß, ich bin auch nicht so sündenfrei. Ich habe nicht vielen alten Menschen über die Straße geholfen, aber trotzdem. Bitte. Ich will diesen Ort nicht klammern sehen in Kingdom Hearts 3. Ein paar Welten wurden ja schon angedeutet, welche da vorkommen werden. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieser Film hieß. Irgendwie so ein Ballon-Typen. Ein Superhelden oder so. Der irgendwie so ein Ballon-Golem oder irgendwie sowas, der eine Rüstung anhat, so wie Iron Man. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Bei dem habe ich zum Beispiel nichts. Oh ja, Kingdom Hearts 2.8 wird ja so ein Vorgeschmack auf Kingdom Hearts 3 sein, was die Grafik angeht. Die Grafik, glaube ich, auf dem gleichen Stand ist wie von Kingdom Hearts 3. Ja. Ich glaube, ich habe im Moment genug Sachen. Aber die Standarddinger wieder. Die kann man immer gebrauchen. Blitz haben wir nicht mehr. Buff. Und. Ja, warum nicht? Ich werde vielleicht mal darauf konzentrieren, irgendwie so Feuer und all sowas herzustellen. Aber ich benutze sowieso keine Magie mit ihnen. Also. Wenn ich das richtig anstelle, dann werde ich das hier wieder in zwei Parts einteilen, glaube ich. Ich bin aufgestoßen. Zum Glück war ich weg vom Mikro. Was ich auf jeden Fall. Ja, ich will noch den Boss hier. Begegnen. Hast du mich hier? Da. Hallo, na. Oh, die halten ein bisschen mehr aus, habe ich das Gefühl. Ich bin einen Schlag kaputt. Genau euch wollte ich haben. Ich bin noch vor wie Terra so seine Zunge ausstreckt. Mehr Geld. Nein. Die Begegnung war überraschend oft während seines Playthrough hier. Ventus und Aqua konnte ich irgendwie Glück haben, den mal zu begegnen. Boah, nein! Nein! Au! Was war das? Okay, was? Das war kein Viech hier. Oh Gott. Ich hab den Dings bekommen? Nee, ne? Boah. Doch, hab ich. Ich hab immer noch eine Cinderella hochgelevelt, stimmt. Ja, jetzt eigentlich letzten Battle, glaube ich, ein bisschen doof, aber jetzt noch einen Stern und so bekommen. Boah. Ich dachte, das war der Angriff. Nein, machst du. Auf den anderen los. Na, der natürlich umrichtet für mich. Wie? Da haben wir noch keinen Stern. Ist doch nicht. Los, komm. Weil das war unnötig. War schon leicht leer. Einer von euch bitte so ein Ding hinterlassen.
Na, kein Ortskopf, sonst soll ich muss vorsichtig sein. Oh Mann. Okay. Auto erholen. Na gut. Ja, da komme ich bestimmt nicht hin, ne? Wohl. Hahaha. Boah, da. Ich steige erstmal die Schatztruhe ein, ne? Danke. Das ist auch was Schönes. Jetzt Sturz. Doof. Boah, ach du. Autsch. Autsch. Doof. Da komme ich nie im Leben hin. Ich glaube nicht mal, dass ich ertönen muss, ich erreiche. Ja, von da aus reicht, glaube ich. Für den Boss kriegen wir noch in dem Part. Schneide ich das eben wieder. Da kommt dann, glaube ich, noch ein Glied. Wo ich dachte, das reicht alles von einem Part. So lange geht das gerade nicht mehr. Nein. Meine Güte, zu danke. Ich trotzdem umgerührt, was machst du jetzt? Mehr Geld. Das ist unglaublich, wie wenig Geld wir hier nur bekommen, ne? Das ist unglaublich. Unbelievable. Aber mach mal ein bisschen schneller, ja. Jetzt sieht das noch als Diamant. Ja. Da kommen ja nicht so blöden Vögel auch gleich, boah. Das wird ein bisschen nervig, hab ich das Gefühl. Ja, ich hab ja nicht gemacht, wieder. Cinderelli! Pflanzen, ne? Oh, das wird schon wieder sehr nervig. Da reicht dir nicht. Oh, der eintritt dich. Du sollst doch nicht ihn angreifen. Ich hab dich kein einziges Mal angesiedelt, ehrlich. Boah, komm her. Wo ich die Viecher schon wieder sehe, ne? Ah, da war ein Dings, da war ein Dings. Bin ich verarscht? Boah. Oh, was ist denn jetzt schon wieder hier los? Boah. Ey, jetzt glaube ich einfach vorbei. Ich bin leid. Ich bin beleidigt. Oh, der hat sich. Oh, ist in den Boden gegangen, um den auszuweichen. Ey, ich krieg die Krise. Und mehr. Ja, war jetzt nicht nötig, dass ich gegen die verrecke. Und tauchen auch alle möglichen Viecher hier auf. Diese blöden Viecher da hinten, ne? Boah, komm her. Geh aus dem Boden raus. Oh, warte. Die haben mich so aggro, die Viecher, ne?
Er hat mir gerade so viel Schaden gemacht überhaupt. Oh nein. Muss ihn angreifen. Ja, für Start, schau dich mal da. Ich helfe die ganze Zeit die Wand. Wie auf Nase. Noch mehr. Jetzt haben wir so ein Ding zu verlassen, ne? Was hast du? Ist gebracht. Egal. Bosskampf. Ja, warum nicht? Okay. Hi Terra. Ja, ich meine. Hallo. Hallo Aqua. Hallo Ventus. Terra. Okay. Das ist, was zu tun ist.